Ihr dürft alle herkommen, wenn sein Hund gesegnet werden soll. Mach Sitz. Und übergebe jetzt das Wort an Mach Sitz. Sitz. Der zweite fränkische Hundeweihnachtsmarkt. Das Wetter war der Doc Christmas natürlich nicht so gut gesonnen, aber das ließ die Hundebesitzer nicht abschrecken, diesen Hunde-Weihnachtsmarkt in Haßfurt zu besuchen. Das uns beschützt, pflanzt seinen Baum in der Schatten der und beschreibe den Himmel, der uns blüht, und beschreibe den Himmel, der uns blüht. Komm, bau ein Haus, das uns beschützt, pflanzt seinen Baum, der Schatten wird, und beschreibe den Himmel, der uns blüht, und beschreibe den Himmel. Auch für die Hunde und ihre Hundebesitzer kam natürlich der Weihnachtsmann. Alle wurden reichlich beschenkt und hatten sichtlich ihre Freude daran. Bei manchen Hunden hatte ich richtig das Gefühl, die verstehen, um was es hier geht. Andächtig standen sie da, mit offenem Maul und bestaunten das Tun auf dem Platz. Manche werden fragen, warum einen Hunde-Weihnachtsmarkt? Ich denke, wenn es allen Spaß macht, warum denn nicht? Für nächstes Jahr wünsche ich den Hunde-Weihnachtsmarkt natürlich ein besseres Wetter. Mal ein bisschen Sonne, vielleicht auch ein bisschen Schnee. Na, schauen wir mal. Aber so ein Wind wie dieses Jahr und so, das war nicht optimal.